Hans Hauser spielt Bass und heute mit Gilet Royal. Oh, ich bin der Otto Jennewein. Ich bin schon das zweite Mal jetzt bei dem Festival. Ich bin eigentlich selber Hobbymusiker. Ich bin die Julia und ich bin einfach heute nur Gast, aber ich bin halt die Tochter von Christian Wegscheider und deswegen spiele ich natürlich auch ein paar Instrumente. Ich bin der Martin Auwalder, spiele Trompete und bin der Kassier von dem Verein. Ich spiele Saxophone. Und bei DAT bin ich Kassierstellvertreter. Also mein Name ist Stefanie Fettner und ich bin von der Band Lanier und bin die Stimme der Band Lanier. Ich bin der Wolfi Reiner, ich spiele Schlagzeug und ich bin heute mit dem John Armand Organ Trio aufgetreten. Und ich bin der Namenspatron dieser Band und heiße John Armand. Name Christian Wegscheider, Instrument, Klavier, Funktion, Obmann. So besonders ist einfach, dass sich da die ganze Szene Tirols einfach einmal trifft. Es ist untertags eine recht lockere Atmosphäre, interessante kleine Gruppen im abwechselnden Rhythmus, das ist an sich eine tolle Sache. Es passiert nicht oft, dass man so viele tolle Jazzbands auf einmal auf einen Haufen quasi hat. Schön zu sehen, dass es sowas gibt, eine Plattform, wo Tiroler Musiker alle zusammenkommen und gemeinsam was machen. Den ganzen Tag trifft man dauernd ganz, ganz viele Musiker, die man halt unterm Jahr nicht immer so trifft. Also ganze Anhäufung von Musikern aus Tirol sind da. Und das ist einfach ein Ereignis, darf ich sagen. Dass wir mal so geballt alle auf einem Haufen sein. Jedes Ensemble war für sich einfach gut. Es war ein sehr, sehr, sehr buntes Programm, an sich von den Stilrichtungen her sehr, sehr abwechslungsreich. Das Besondere ist einfach die Zusammenkunft von irrsinnig vielen Musikern. Es sind über 100 Musiker da aus Tirol, also aus den Außerfernen, aus dem Unterland, aus dem Oberland, von Innsbruck natürlich auch. Jeder kann einmal da die neuen Sachen präsentieren, die er schon lange im Kopf hat. Ja, das hat man nicht so oft. Das macht es schon speziell. Also da gibt es dann doch innerhalb von Jazz eine Riesensparte, wo man halt auswählen kann von Stilrichtungen und Stilistiken. Man sieht einmal, was für eine Bandbreite da überhaupt vorhanden ist. Das geht ja vom Liedermacher-Genre bis zum frei improvisierten. Und jeder macht sowas anderes, Verschiedenes. Vielen ist gar nicht bewusst, was unter diesem Deckmantel Jazz alles drinsteckt. Und ich glaube schon, dass da einige mal Lunte riechen könnten. Und je mehr die Musik gespielt wird, umso größer ist die Akzeptanz, weil auch vielleicht so die Hemmschwelle wegfällt. Und wenn man mal in einem Jazzkonzert ist, sieht man wahrscheinlich, dass das wunderbare Musik ist, die immer spontan ist, weil sie improvisiert ist. Naja, die Vision ist natürlich, dass der Jazz in seiner großen Bandbreite mehr wahrgenommen wird. Es ist immer wieder toll, dass die Grundenergie, die aus der Musik sprüht, immer wieder greift, immer wieder junge Musiker packt und sie zum Nachahmen und zum Weitergehen und zum sich selber in der Musik finden führt. Die Tiroler Jazz-Szene, von der muss man sich fürchten. Naja, wir brauchen einfach das Geld, oder nicht? Und dann haben wir gedacht, wir können ja nicht nur sagen, gebt unser Geld. Wir machen da ganz was Spezielles und die Förderer bekommen wirklich diese spezielle Fanfare dann auch vorgespielt und verliehen. Und
ja, es hat sich zu einem ganz sehr lustigen und sehr zentralen Punkt von dem ganzen Festival entwickelt. Das haben wir gar nicht erwartet. Wir verleihen diese Fanfare der Hypo-Tirol-Bank in courtesy of Christian Siegel. Der Titel, wie kann es in der Bank anders sein, auch die Musik. Das ist schon mal gut, dass dieses Jahr andere Sachen sind wie letztes Jahr, zum Teil von den Bands her. Also ich glaube, dass man da immer wieder dann neue Sachen entdecken kann bei dem Festival und gleichzeitig etablierte Sachen sich anschauen kann. Das ist, glaube ich, eine gute Mischung. Und ich glaube, dass das für die Zukunft auch Teil sein kann, dass immer wieder junge Bands dazukommen, die man kennenlernen kann. Boah, ja, also ich hoffe mal, dass nächstes Jahr viele neue Gesichter dastehen und so alte Gesichter weniger dastehen, so wie wir. Ich glaube, für die Leute gibt es genau zwei Arten von Musik. Die sie kennen, die ist gut, und die sie nicht kennen, ist nicht gut. Und da muss man einfach was machen, damit man bei der Musik ist, die sie kennen. Ja, ich hoffe, dass sich das schön weiterentwickelt, dass es sich herumspricht und sich jährlich wiederholt. Und ich glaube, dass das ein gutes Medium ist, die Szene zu verbreitern. Und wie gesagt, ich habe auch schon in meinem Freundes- und Bekanntenkreis darüber geredet, und die Leute, die mit mir vorwärts auf Veranstaltungen gehen, sind begeistert. Es beginnt zu greifen, es beginnt Wurzeln zu schlagen, und ich glaube, die Pflanze, die noch weiter draus wächst, die wird wunderbar werden. Verein Tat, weiter so. Tatort Tirol. Ich bin nur froh, dass sie sich für Tat und nicht als Abkürzung Tod entschieden haben. Tonart Tirol, kurz Tat. Wir schaffen Jazz-Tat-Sachen. Tat ist die Zukunft des Jazz in Tirol. Fertig.